Ich würde euch gerne kurz zeigen, wie man Druckverlusttest oder Leakage-Test macht. Ich habe da dazu einen Subaru-Motor, 2,2 Liter. Wir haben da diese Messuhr dazu. Da wird Druckluft draufgeben. Dann hat man da auf der rechten Anzeige die Einstellung, das muss man mit dem Drehrad auf Null stellen. Dann müssen wir natürlich einmal vorher die Zündkerzen rausgeben. Dann haben wir einen Schlauch, der statt der Zündkerze reinkommt. Und dann wird an diesen Schlauch der Tester angeschlossen. Und dann sehen wir quasi je nachdem, wo der Kolben und die Ventile stehen, ob wir einen Druckverlust haben oder nicht. Man hört es jetzt schon. Die Luft kommt aktuell aus dem Einlasskanal gerade raus. Wenn ich den Motor jetzt weiter drehe, schließt sich das Ventil. Und irgendwann kommt er in den Kompressions- und man sieht es an der Anzeige jetzt, quasi alles im grünen bzw. übergrünen Bereich, sprich kein Druckverlust auf diesem Zylinder. Wenn wir weiter drehen, irgendwann den Kolben über den Kompressionspunkt drüber, über den oberen Totpunkt, dann geht jetzt das Auslassventil auf und man hört es unten wieder rauszischen. Ihr müsst mir das glauben, dass das wirklich unten rauskommt, aber vielleicht hört man das auch auf der Kamera. Und irgendwann geht das Ventil wieder zu und das Einlassventil geht wieder auf. Dann kommen wir mal wieder in die Kompression und zum oberen Totpunkt. So, dann können wir das Ganze jetzt noch am anderen Zylinder machen. Muss man vorher natürlich die Zündkerze wieder rausgeben. Mal da wieder schauen, dass das auf Null steht. Wichtig ist eigentlich nur, dass es in diesem quasi Set-Bereich ist und alles, was eigentlich dann Richtung wenig Druckverlust, mittlerer Druckverlust, also irgendwo in den roten oder gelben Bereichen, wenn wir sind, dann wissen wir, dass was Gröberes im Argen ist beim Motor. Solange man im grünen Bereich bleibt, also das wird man in der Kamera nicht sehen können. Da hat man quasi von 0 bis 20%, 20 bis 40%. Und ihr müsst dann natürlich immer damit rechnen. Gerade im kalten Zustand geht natürlich einiges trotzdem an den Kolbenringen vorbei. Die Ventile sind nicht so ganz 100% dicht im kalten Zustand. Also in dem grünen Bereich ist es völlig in Ordnung, wenn quasi ein bisschen Druckverlust entsteht. So, also man sieht jetzt wieder, wir sind irgendwo dazwischen. Schau schnell, dass das da alles noch im Fokus ist. So, und dann drehen wir wieder. Und da sind wir schon am oberen Totpunkt
Und ihr seid alles Paletti. Wir können da jetzt einmal so, jetzt sind wir wieder unten offen. Auslaufventile. Ventile schließen sich, beziehungsweise Auslaufventil schließt sich, Einlaufventil geht auf. So, jetzt war quasi gerade der untere Totpunkt vom Zylinder. Und jetzt gehen wir wieder in die Kompression. Und das Ventil macht zu. Nächster Zylinder. Fast kein Leak